Keine Wartezeit und kein Behördengang mehr bei der Anmeldung eures Kfz. Seit heute am 01.09.2023, wo ich dieses Video veröffentliche, kann man online sein Fahrzeug anmelden. Ob das sogenannte iKfz für alle Fahrzeuge möglich ist und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Informationen zu der Online-Zulassung findet ihr auf der Internetseite iKfz des Bundesverkehrsministeriums. Die haben wir für euch unten verlinkt. Wie funktioniert denn die Anmeldung nun eures Neuwagens? Voraussetzungen sind, ihr braucht euer Zulassungsdokument Teil 2, also den Fahrzeugbrief mit Sicherheitscode, eine gültige elektronische Versicherungsbestätigung, also die EVB-Nummer eurer Versicherung, die Bescheinigung über die gültige Hauptuntersuchung und gegebenenfalls Sicherheitsprüfung, eine Bankverbindung bzw. SEPA-Mandat für den Einzug der Kfz-Steuer und zur Identifizierung benötigt ihr euren Personalausweis mit freigeschalteter EID-Funktion und eine Ausweis-App bzw. ein Kartenlesegerät. Seid ihr eine juristische Person, wie zum Beispiel eine GmbH, benötigt ihr das Unternehmenskonto Bund mit Elster-Zertifikat. Wenn ihr im iKfz-Portal der zuständigen Zulassungsbehörde seid, könnt ihr eure Identität nachweisen und den Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil 2 freilegen. Den habe ich hier oben mal für euch eingeblendet, wie der aussieht. Da müsst ihr das Datum einer gültigen Hauptuntersuchung und je nach Fahrzeugtyp das Datum einer gültigen Sicherheitsprüfung eingeben, dann die EVB-Nummer eurer Kfz-Versicherung und die Kontoverbindung für das SEPA-Mandat für das Lastschriftverfahren der Kfz-Steuer. Anschließend könnt ihr euer Kennzeichen frei auswählen oder eben das Wunschkennzeichen oder das reservierte Kennzeichen angeben. Es ist also möglich, dass ihr vorher schon ein Kennzeichen reserviert. Da müsst ihr noch eure Gebühren bezahlen per E-Payment-System. Die Zahlungsart kann je nach zuständiger Zulassungsbehörde variieren. Dann könnt ihr eure Eingaben und Antragstellung bestätigen und anschließend wird euer Antrag in Echtzeit automatisch geprüft und ihr bekommt dann den Zulassungsbescheid und den vorläufigen Zulassungsnachweis online bereitgestellt. Den müsst ihr dann innerhalb von 30 Minuten an euch selbst verschicken, denn wenn der vorläufige Zulassungsnachweis nicht innerhalb von 30 Minuten von euch abgerufen wird, ist eine sofortige Inbetriebssetzung des Fahrzeugs nicht möglich. Denn, und das ist wichtig, ihr könnt mit diesem vorläufigen Zulassungsnachweis sofort losfahren, obwohl ihr die Plaketten für eure Kennzeichen noch nicht habt. Es wird allerdings empfohlen, den Zulassungsnachweis sichtbar an eurem Fahrzeug anzubringen oder in eurem Fahrzeug auszulegen, dass man es halt sieht. Den Zulassungsbescheid inklusive Gebührenbescheid, Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, die Stempelplakettenträger sowie die Plakettenträger für die Hauptuntersuchung mit Plaketten zum Aufkleben auf das Kennzeichen werden von der Zulassungsbehörde postalisch zugesandt und dann müsst ihr nur noch eure Plaketten auf das Kennzeichen aufbringen. Übrigens, wenn ihr ein Fahrzeug wieder zulassen wollt oder eine Umschreibung mit Halterwechsel habt, dann benötigt ihr zusätzlich noch das Zulassungsdokument Teil 1, das ist der ehemalige Fahrzeugschein mit Sicherheitscode und eure Stempelplaketten auf den Kennzeichen brauchen ebenfalls einen Sicherheitscode, den ihr dann freilegen müsst. Noch einmal ganz wichtig, hat euer Fahrzeugschein oder Brief, also Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2 und eventuell die Stempelplaketten auf den Kennzeichen keinen Sicherheitscode, könnt ihr das Auto nicht online zulassen. Was ihr im Detail benötigt für die Kfz-Abmeldung, Wiederzulassung, Umschreibung, Tageszulassung, das könnt ihr auf der Internetseite, die wir euch unten verlinkt haben, nachlesen oder auf der Online-Seite eures jeweiligen Straßenverkehrsamtes bzw. der Zulassungsstelle. Und jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Wir sind ja Versicherungsmakler und wir haben für euch unseren Kfz-Vergleichsrechner freigeschaltet. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Der Vorteil ist, ihr könnt die passende Versicherung für euch raussuchen, dann die EVB-Nummer erzeugen, die braucht ihr ja für die Zulassung. Und wenn das Auto dann angemeldet ist, könnt ihr die Versicherung endgültig abschließen. Und wenn ihr eure Kfz-Versicherung und vielleicht sogar noch andere Versicherungen digital verwalten wollt, könnt ihr das mithilfe unserer digitalen App. Dazu habe ich bereits ein Video veröffentlicht, das verlinken wir euch oben, also da. Und den Link zur App findet ihr in der Beschreibung unten. Es ist übrigens geplant, dass zukünftig auch Versicherer für ihre Kunden die Autos zulassen können. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Soweit es im größeren Stil möglich ist, werden wir euch darüber informieren. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit der Online-Zulassung unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es gut, wenn ihr die Glocke aktiviert, das Video teilt und liked. Wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.